Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich starte dieses Video, weil ich voll Bock habe irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie Bock, euch was zu erzählen, obwohl ich jetzt eigentlich gar nicht so hart am Schrauben bin, also zumindest nicht, was wichtig ist. Ein paar News und Infos kann ich euch geben. Erstmal sieht es hier immer noch aus wie Haxe, aber das ist ein anderes Thema. Und der Schraubstock ist fest. Ich habe mir gestern Abend noch eine Gewindestange gekauft, weil ja die 16er Bolzen, die halt original da drin waren, so wie da zu sehen, die passen natürlich nicht durch die dicke Arbeitsplatte mit dem, ne, da musst du natürlich ordentlich was haben. Guck, und das ist natürlich die einfachste Lösung, so eine Gewindestange hier und schneid sie ab und dann einfach durchbolzen, oben und unten eine Mutter drauf. Hier werde ich die noch verschweißen, dass das quasi eine Schraube wird, sozusagen. Jetzt ist es einfach nur eine Gewindestange mit oben und unten einer Mutter, aber das ist, wie gesagt, noch nicht hardcore fest angezogen, weil ich hier erst einen Schweißpunkt drauf machen möchte. Das Schweißgerät habe ich aber noch in der Garage stehen und wenn ich das jetzt hier noch reinstelle, habe ich gar keinen Platz, deswegen lasse ich das erstmal. Guck, aber auf jeden Fall ist das Teil jetzt fest mit allen drei Schrauben. Hier unten ist ja auch noch eine. Das heißt, das ist schon mal sehr geil, finde ich. Dann warte ich ja noch auf meine Arbeitsplatte. Mein Kumpel kommt Anfang Januar mit der Platte, also sprich, der hat noch so ein Meterstück über. Ich brauche aber noch 40 cm. Ist aber egal, schneide ich ab, setze ich dran und dann ist die Arbeitsplatte perfekt komplett. Des Weiteren habe ich meine 5000 Watt Base Machine da oben am Start jetzt. Ja, ist ein normaler Bausteinverstärker, wie man es halt aus diesen alten Anlagen kennt, die bei den Eltern immer noch rumstehen, wahrscheinlich vielleicht bei dem einen oder anderen auch selber zu Hause. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen mal irgendwann vor, boah, wie lange habe ich das Ding? Weiß nicht, bestimmt schon 8-9 Jahre, ja, würde ich sagen, habe ich das Ding mal für ganz günstig gekauft als defekt, weil der hatte, glaube ich, 4 Ausgänge oder sowas, aber davon sind, glaube ich, ist einer kaputt? Ich glaube, einer ist davon kaputt. War mir aber ja egal. Ich glaube, für 20 Euro oder so. Ganz billig. Die sind immer noch schweineteuer. Habe ich gerade mal auf Spaß nachgeguckt. Also wenn man sowas haben will, also ein Huni auf den Tisch legen, ist gar kein Thema für sowas. Ne? Nur für den Verstärker, ohne den Rest. Aber den Rest brauchst du ja auch nicht. Hängst du dein Handy dran oder einen MP3-Player oder was weiß ich. Und dann hast du ja die Musik, die du haben willst. Genau, dabei sind Pioneer-Lautsprecher. Das heißt, da habe ich einen. Und der zweite kommt da hinten, da komme ich aber gleich zu. Jungs, ich habe Besuch. Hallo, na? Ich muss hier eine Pause machen. Ja, genau. Da kommen wir natürlich im Eimer hier vorbei. Ein kleines, nicht alkoholisches Getränk zu sich nehmen, kurz 5 Minuten Schnack halten. Sebastian, okay. Sebastian ist nämlich gerade vorbeigekommen im Trecker eben hier, ne? Mit dem schönen 533, dass ihr den auch mal wieder zu Gesicht bekommt. Aber wenn wir das Holz rausfahren, dann kommt er sicher auch mal im Einsatz. Muss jetzt erstmal wieder gewaschen werden, schön. Genau, und deswegen ist Sebastian jetzt einmal kurz vorbeigebremst hier. Sehr coole Überraschung. Und ja, ich war ja gerade in der Werkstatt am Ölen. Und da dachte ich, weißt du was, du holst die Kamera eben raus und dann kann Sebastian auch im Moin sagen. Ja. Ne? Und jetzt sage ich auch schon wieder Tschüss. Ja. Gehabt euch wohl. Dir auch viel Spaß heute. Vielen Dank. Und ich fahre jetzt nochmal nach Hause. Du fährst jetzt nach Hause. Alles klar, wir sehen uns. Jawohl. Tschüss, ne? Dann hören wir voneinander wegen Hümsen und so. Alles klar. Herrlicher Trecker ist das, ne? Mein Gott, blendet die Sonne. Der ist echt cool, ne? 533. Klingt auch schön, ne? Mit dem Originalauspuff und so. Das ist schon nice. Ja, Sebastian war gerade hier, hat eben einmal Moin gesagt. Haben wir ein Erfrischungsgetränk getrunken. Und ja, ich bin ja, wie gesagt, am Basteln. Ich bin noch nicht weitergekommen. Ich hatte gerade die Kamera aus, da kam er schon an, mehr oder weniger. Genau, jetzt habe ich gerade gesehen, dass mir Winkel fehlen, um weiterzumachen. Und das heißt, ich muss jetzt mal zum hiesigen Baustoffhändler. Wir haben es Samstag. Oh Gott, 11:55 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie lange die aufhaben. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal los, bevor die gleich die Bude zumachen. Ne? Nun weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, hier die Stücke schon zwischengesägt. Also soll ja eine Ablage werden. Und dann habe ich hier die Stücke zwischengesägt mit Winkeln fest. Ich habe jetzt allerdings keine Winkel mehr.
Ich habe nämlich jetzt gerade geguckt, der Baustoffhandel hat Betriebsurlaub über Weihnachten und Neujahr. Sei es denen gegönnt, dann muss ich zum Baumarkt fahren und mir da ein paar Winkel kaufen. Schade, der Baustoffhandel ist nur 5 Minuten hier entfernt und der Baustoff und der Hagebau, der ist eine Viertelstunde entfernt. Auch kein Beinbruch, aber wäre schön gewesen, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt mir das hier zurechtgesägt, die Platte oben drauf. Das gleiche kommt jetzt hier nochmal hingespiegelt. Die Stücke dafür stehen da schon in der Ecke. Und jetzt habe ich mit meiner Kappsäge, die ich übrigens nicht wieder hergebe, ich bin total in love mit dem Ding, wirklich, der Knaller, habe ich jetzt ja das Tor gesägt komplett, meine Werkbank komplett und das Teil und alles, was hier so an Verschnitt rumsteht. Alles mit dem gleichen Akku und ihr glaubt es kaum, 2 von 3 Balken Akkupower immer noch. Ich habe die Dinger nicht geladen zwischendurch. Ich bin echt unfassbar begeistert, was die Säge drauf hat. Und wirklich, also es ist kein Witz, ich schwöre auf Kindergeld, Wahnsinn, 2 von 3 Balken und ich habe alles Mögliche gesehen, ich weiß gar nicht. Und das sind nur die 4 Ampere Akkus, nicht mal die 5,2er. Also, wenn jemand Bock drauf hat, dann würde ich die empfehlen. Und wenn ihr eh in dem Ökosystem seid, sowieso Hammer, wirklich. Also, verrückt. Genau. Jetzt säge ich erstmal die USB-Platte, also sprich, da fehlt ja noch ein Stück USB-Platte bis hier oben drauf. Die fehlt noch, das säge ich jetzt, dann kommt das da rangesteckt und fertig geschraubt. Eins nach dem anderen würde ich sagen, fangen wir da mal an. Wie gesagt, das ist einfach nur so ein Video, weil ich Bock habe, euch jetzt irgendwas zu erzählen. Also räume ich ein bisschen auf, mache ein bisschen Platz, dann säge ich die USB-Platte und so läuft's. USB ist ja wirklich schon mal geil, ne? Alter, es ist hier oben warm, ey. Boah, der Stau zieht hier jetzt richtig. So, 4 Pakete Briketts für meine Oma auf dem Einkaufswagen. Und ich konnte nicht dran vorbeilaufen, der Einhellstrahler. Der hat auf Amazon fast volle 5 Punkte Bewertung und soll richtig geil sein. Ich bin gespannt, ob der was ist. Ich werde euch berichten, auf dem Laufenden halten. Und 20% auf Dolma-Kettensägen. Das ist ja schon wieder verlockend, ne? Aber man darf sich nicht versehen, die PS32 habe ich gerade nachgefragt, kostet hier 250. Das wären dann mit den 20% 200 Euro, also sprich regulärer Preis. Einzige, was ein Schnäppchen wäre, wäre die 35er. Die liegt bei 300 Euro und wäre dann bei 240. Amazon-Preis zum Beispiel ist 277 aktuell. Das ist eigentlich eine geile Säge. Und die hier ist auch cool. Mit 2,2 kW. Die 420er ist das. Für 429 minus 20%. Das ist schon cool. Aber ich habe ja Sägen genug. Aber so an sich für einen, der noch keine Sägen hat, keine wirklichen, ist das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung meinerseits. So eine PS35 oder eine 420er Dolma kann man nicht viel verkehrt machen. Die möchte ich gerne mal haben für meine Werkstatt. Ich denke mal, als Unterlage zum Drauflaufen vor der Werkbank, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Dann kriegt man nicht so kalte Füße. Noch eben schnell ein bisschen Kuchen geholt hier vom Bäcker. Fängt jetzt auch gerade an zu regnen, super. Und dann geht's nach Hause. Kaffee und Kuchen. Und danach geht es in der Werkstatt ein bisschen weiter. Ne? Wir sind ja nicht auf der Flucht. Es fängt echt an zu regnen, ey.
So, auf geht's Richtung Heimat. Wieder zu Hause angekommen, habe ich jetzt gerade mal meine neueste Errungenschaft ausgepackt. Wie gesagt, keine Werbung, habe ich mir selber gekauft, ne, ist klar. Und hat aber top Bewertungen bei Amazon, deswegen, und weil mir so ein Akkustrahler fehlt, also richtiger Strahler, den man auch vernünftig hinstellen kann, habe ich gedacht, schlägst du mal zu. Und jetzt, der Clou an dieser Geschichte ist ja, wenn man in einem Ökosystem ist, kann ich jetzt zum Beispiel hier von der Kreissäge das Akku nehmen, hier hinten reinstecken, so, und dann kann ich ihn anmachen. Achso, dreistufig, so ist ganz aus. Anmachen, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Und wieder erste Stufe. Das ist doch... Alter, ist das Ding hell. Das ist... Alter. Dann sehe ich nichts mehr. Das gefällt mir. Kannst du auch so ein Stativ draufstellen. Oder hier an so einen Haken aufhängen. Ne? Das ist schon nice. Oder halt festschrauben, ne? Ist klar. Cool. Nun muss ein bisschen meine Augen sich erstmal wieder akklimatisieren, aber den kann ich natürlich wunderbar gebrauchen, wenn du unterm Anhänger am Schleifen bist oder stellst ihn dahin, hast kein Kabel im Weg und so, das ist cool. Akkustrahler sind mega. Da bin ich mal gespannt, wie die Akkulaufzeit ist, das weiß ich natürlich nicht, aber bei Amazon ist da eine richtige Tabelle. Aua! Ist da eine richtige Tabelle. Ja, wer, welches Akku, boah, ich sehe echt nichts mehr, ich habe nur noch Punkte vor Augen. Welches Akku wie lange hält und so und auf welcher Stufe. Ich verlinke euch den Strahler unten in der Beschreibung, könnt ihr mal gucken. Hell ist er auf jeden Fall. Boah. Dank der neuen Winkel ist das Fach auch fertig. Das Lautsprecher ist oben drauf, Kabel sind verlegt. Die gehen dann so rüber und gehen dann hinten zu der Anlage. Da ist jetzt aktuell mein Handy noch dran. Da haben Sebastian und ich uns auch gefragt, zum Beispiel jetzt ein iPhone oder ich habe das Note 9 und das Note 10, glaube ich, das hat keinen Klinkenanschluss mehr. Das heißt, dann könnte ich ja theoretisch die Anlage nicht mehr gebrauchen. Gibt es da irgendwie so einen Adapter vom Bluetooth auf Klinke, dass man quasi so ein Bluetooth-Modul daran anschließen kann? Das wäre echt interessant. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Ahnung habt, ob es da sowas gibt. Weil das wäre ja deutlich einfacher, als dauernd das Handy da oben hinzulegen. Ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob es da sowas gibt. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Panzer steht immer noch hier, wie gewohnt oder wie gehabt. Ich muss hier jetzt aufräumen. Das mache ich jetzt als nächstes, dass hier mal ein klar Schiff kommt. Die ganzen Flaschen, Dosen, Bretter, alles beiseite. Und da mache ich jetzt nämlich erstmal Feierabend. Ich kann euch mal die Anlage so ein bisschen testen lassen. Ihr hört die Musik. Ah, die klingt schon gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurzes Video zwischendurch. Abonnieren wäre super. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Ich dachte mir, jetzt nehme ich euch doch noch mal kurz mit bei der Wand. Meine Werkzeugwand, die soll ja aus USB bestehen und da kann man natürlich wunderbar sein Werkzeug dran schrauben, wie auch immer, so wie ihr es auch aus meiner Werkzeug, also aus meiner Werkstatt kennt, da habe ich auch das einfach, da habe ich, ich glaube sogar auch USB, ja, auch USB an der Wand geschraubt und genauso habe ich das hier auch vor, weil da ist man ja immer so ein bisschen limitiert, weil es ja mal hoch und runter geht, ne, durch die Vertäfelung. Und wenn man eine einigermaßen glatte Fläche hat und das Ganze so ein bisschen abgegrenzt hat durch eine andere Holzplatte, finde ich das genauso, also finde ich das schön. Besser wie so halt. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, habe ich da jetzt schon drei Stück stehen. Bei diesem hier wird es ein bisschen blöd, weil ich ja hier oben anfange. Das heißt, das hier muss ich jetzt ausschneiden. Ja, dann mache ich dann hier so eine Stufe rein, weil ja meine Anlage da oben am Regal ist. Da würde ich sagen, schneide ich das jetzt mal zu. Also erstmal gerade machen das Ganze. Gerade anzeichnen. So. Yoshi bewacht wieder unser Haus. So.
Nun müssen wir das hier ja ausklinken. Ne? Die Platte geht ja so, also messe ich jetzt erstmal hier den Abstand 23,5 und dann wie hoch das Ganze ist. Ah, 10 cm sagen wir mal. Ich glaube, das kommt recht gut hin und dann ist das, endet das hier und geht hier so runter. 23,5 und dann 10 runter. Also habe ich gesagt 23,5. Das ist dann ungefähr hier. Markiere ich mit zweimal, damit ich einen geraden Strich hinkriege. Und das Ganze dann 10 runter. So. Muss man natürlich gucken, dass man einigermaßen gerade gesägt hat. Mit der Stichsäge immer nicht ganz so elegant. So. Und so. Und dann habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht. Weil das muss da stehen. Nee, warte, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Andersrum, wa? Das muss stehen bleiben und dann muss es hier, geht es hier runter. So rum ist es. Logischerweise. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dann muss ich das wieder wegschleifen. 10 und 10. 23,5 war das hier nämlich, genau. So, und das hier muss weg und das hier muss bleiben. Dann ist der Strich quasi zu viel. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Muss ich wegschleifen oder irgendwie sehen. Mit Nitroverdünnung ist da so ein Edding-Verschnitt. Ja, schneide ich das nochmal aus. Und dann wollen wir mal gucken, ob es passt. Bereiten wir dann immer schon mal so ein paar Schrauben vor, auf dem Akkuschrauber schon vorgespannt, dass wenn ich die Platte so halte, dass dann gleich losgeschraubt werden kann. Super, das passt. So hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt kann ich da mein Werkzeug dran machen, auch hier oben noch ein bisschen was dran schrauben und sowas. Ja, genau, halt eine Werkzeugwand. Wobei ich sehe gerade hier rechts will ich noch was dran schrauben. Das mache ich gleich noch schnell fertig. Aber das ist für euch ja nicht so relevant. Deswegen beende ich an dieser Stelle das Video wirklich. Abonnieren wäre super, Glocke klingeln wäre geil. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.